Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 23 in der Managerkarriere mit dem Dream FC. Aktuell wieder auf einer nicht so schönen Serie unterwegs. Gab jetzt zwei Niederlagen in Folge, einmal gegen Getafe und in der letzten Folge dann gegen Villarreal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Heute müssen wir ran gegen Almeria. Und vielleicht brauchen wir wieder unsere Alternativtrikots. Vielleicht kann ich einfach nur noch in Grün gewinnen. Vielleicht bringen sie uns das erhoffte Flair. Man weiß es nicht. Namdi Collins wird heute wieder spielen, statt Micky van de Ven. FitzJim startet für Sertimir. Und wir nehmen Nakai mit, statt Güler. Güler hat in den letzten Spielen, ja, er hat zwar das eine Tor erzielt gegen Getafe. Obwohl, war das gegen Getafe oder war das im letzten gegen Villarreal? Okay, jedenfalls hat er eines seiner, oder hat er sein erstes Tor erzielt. Aber dennoch finde ich einige Aktionen von ihm ja doch schon maximal unglücklich. Und deswegen werden wir es mal so versuchen. Starten wird sowieso Harvey Elliott und ersatzweise eben Nakai auf der Bank. Estadio Ozzel de la Pata, Spieltag Nr. 8. Perfekt. Und Almeria steht hier direkt sehr interessant. Sehr eng mit vier Mann vorne an der Linie. Und ich fühle mich sofort richtig zugestellt. Ja, das kann ja ein richtig schönes Spiel werden. Almeria übrigens ein Platz über uns. Und gutes Zuspiel Mokoko. Harvey Elliott 1-0. So kann's doch losgehen. So macht's doch Spaß. Dass er den Ball aber auch noch so kontrollieren kann. Ja, dass es dann diese Kameradrehung gibt. Keine Ahnung, aber möchte ich mir nochmal in der Sofortwiederholung anschauen. Weil ich im ersten Moment eigentlich dachte, dass der Gegenspieler mit der Brust dran gewesen wäre oder so, aber nein. Den hat Elliott sich komplett selbst aus der Luft gefischt. Drei Kontakte mit dem linken Fuß. Richtig schön und er trifft zum vierten Mal in der laufenden Saison. Und FitzJim dazwischen. Gutes Zuspiel für Harvey Elliott. Nochmal nach außen gelegt für FitzJim. Der aber gegen Samu den Ball nicht behaupten kann. Namdi Collins auf jeden Fall sehr selbstbewusst. Und da kommt Johannesson. Aber Pereira. Und schöner Abschluss. Castellanos, kann das sein? Ja, nicht so geil. Diego Sosa. Pereira. Kurz den Vorteil abwarten. Und Mokoko bleibt hängen, spielt aber nochmal mit der Hacke zurück auf FitzJim. Der bedient Martinelli. Und der Lupfer
kann gar nicht gefährlich werden eigentlich. Martinelli. Fitzjim. Raus auf Beino Gittens. Der mit der Flanke. Ich muss wirklich sagen, Fitzjim finde ich unfassbar interessant. Also der spielt sich auch richtig, richtig gut. Elliot. Schön. Schönes Zuspiel für Martinelli. Der nimmt den im hohen Tempo mit und macht das 2:0. Und sogar durch die Beine, wenn ich mich nicht irre. Nee, ganz knapp dran vorbei. Glück gehabt, mein Lieber. Das hätte einen Kasten gegeben. Martin. 20. Minute, 2:0. Und Fitzjim nimmt den Ball auf. Dribbelt jetzt hier mal alleine durch. Legt ihn wieder raus für Beino Gittens. Und super eingeleitet von Diogo Leite. Und eine Chance für Martinelli. Ja, fehlt ein bisschen Schnitt in Richtung Tor. Ansonsten eine schöne Aktion. Kaichi. Pereira. Oh, Zenili. Martinelli. Sehr gut. Christiansen. Wieder Martinelli. Johannesson hat ein bisschen Zeit und macht das 3:0. Als wenn das Grün uns tatsächlich Glück bringt, jagt er das Ding da richtig schön ins Tor. Und sein erstes Erfolgserlebnis in dieser Spielzeit. Christiansen. Okay, danke. Pereira. Oh, schön gemacht. Und das nicht mal mit unfairen Mitteln. Keiki. Gut abgefangen. Ah, Fitzjim direkt wieder da. Martinelli. Rausgelegt, Fitzjim. Oh, schön. Martinelli. Martinelli aus dem Netz. Ja, so ein paar Zentimeter weiter und der hätte genau gepasst. Fitzjim darf auch jetzt nochmal versuchen, hier aus der Distanz ein Tor zu erzielen. Wird erstmal nichts. Schön. Als hätte Collins nie aufgehört zu spielen zwischenzeitlich. Samu.
Pereira. Oh, schade. Pereira und immerhin noch im 5-Meter-Raum am Tor vorbei. Schöner weiter Schlag. Kopfballduell gewinnt Harvey Elliott. Johannesson für Mokoko. Schade. Samu. Castellanos. Diogo Sousa. Es ist wieder Castellanos. Nachspielzeit ist auch zu Ende. Wir gehen mit einer 3:0-Führung in die Kabinen. Doch schon ein bisschen überraschend, wenn ihr mich fragt. Also in den letzten beiden Spielen waren es immer 2 Tore Unterschied, die wir dann aber auch hinten lagen. Jetzt einfach mal 3 Tore Führung und ohne Wechsel geht es direkt ab in die zweite Halbzeit. Dritte Halbzeit nehme ich nicht dran teil. Das möchte ich nicht. Wie selbstbewusst die gesamte Mannschaft einfach gerade auch wirkt. Dürfte kein Abseits gewesen sein von Martinelli. War es auch nicht. Okay, das darf so nicht passieren. Das darf so nicht passieren. Und dann ist es auch direkt das 1:3. Pereira macht es in der 50. Minute, weil wir an der ein oder anderen Stelle wirklich Probleme hatten. Weil der Ball irgendwie durchrutscht und ja, Namdi Collins muss dann aufpassen. Ne? Als letzter Mann kann er da nicht einfach in die Hacken springen. Ja, und Pereira zeigt hier auch nochmal, das Gerangel macht ihm gar nichts aus. Lupft da über den herausstürmenden Van de Voort, als wäre es nichts. Jetzt Jim. Ja, Almeria jetzt aber auch bissig. Jagen uns hier hinterher. Lassen uns keinen Platz und somit ist Zeneli schon wieder auf dem linken Flügel. Bringt den Ball in die Mitte und Castellanos. So, Diogo Sousa geht und für ihn kommt Kyoto. Kyoto. Zeneli. Oh, Castellanos nochmal und wieder ist Van de Voort da. Und jetzt reicht es dann auch für Kian Fitzjim. Es kommt Zidan Sertemir. Zu viele Anspielmöglichkeiten oder sagt man trotzdem Anspielmöglichkeiten bei dem Einwurf? Auf jeden Fall zu viele Möglichkeiten gerade, den Ball da an den Mann zu kriegen. Martinelli. Oh, schönes Ding hier. Bino Gittens. Und Jamie Bino Gittens. In höchstem Tempo wird hier gerade gespielt. Zinedi. Bino Gitten. Oh, komm schon. War jetzt aber auch ein bisschen gemein. Apropos gemein. Gibt hier aber direkt mal gelb. Arnau sieht gelb für dieses Einsteigen gegen Gabriel Martinelli. Und wir kriegen erneut einen Freistoß. Martinelli führt aus.
Vielleicht versuche ich es mal ein bisschen fester. Ui! Fernando mit einer guten, guten Flanke. Hm? Mit einer guten Parade. Aber das wäre auch kein Tor geworden. Also, sicherheitshalber springt er ran. Verstehe ich auch. Und jetzt mal Harvey Elliott hier mit der Ecke. Bisschen zu weit. Und Leo Baptistão. Castellanos. Baptistão. Anau. Baptistão. Ball noch im Spiel. Und Pereira hat dann einfach keinen Bock mehr drauf. Wir bringen Audi für Simic. Hatten wir schon mal vor ein paar Spielen gemacht. Und der junge Argentinier braucht ja auch Spielzeit. Oh Gott, wieso steht denn alle so weit vorne? So. Schön gespielt. Dann ist Moukoko aber zu langsam für Baba. Er hält deswegen den Ball. Beziehungsweise kann ihn nicht erreichen. Und Pereira jetzt. Castellanos. Pereira. Nach außen gelegt für Baptistão. Wieder Pereira. Sertimir. Ja, für Bino Gittens. Und Harvey Elliott. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Kyoto. Und 2 zu 3. Jetzt schafft Castellanos es dann endlich. Einfach nur allein gelassen. Und wir müssen echt aufpassen jetzt. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Namdi Collins geht runter, für ihn kommt Mickey van de Feen. Den können wir ja auch nicht 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen. Elliott. Oh, schön gemacht. Zidane Sertimir. Ja, schade. Richtig, richtig schade. Elliott. Nochmal Martinelli. Castellanos. Über Pereira wieder weiter nach vorne hier. Baptistão. Baptistão. Kriegt den Ball irgendwie noch weitergeleitet. Obwohl Christiansen ihn so krass bedrängt. Okay, Eli geht runter. Oder Rodrigo. Und für ihn kommt Fomba ins Spiel. Neuer Kapitän damit auch. Und Pereira. Sertimir dazwischen. Was? Was? Okay. Alles klar. Natürlich. Pereira chippt. Und natürlich ist es das 3-3. Samu mit dem Kopf. Aber darf ich mir mal bitte angucken, was da passiert sein soll? Achso, nee, stimmt. Moment.
Ach komm, das reicht für einen Freistoß. Und dann auch noch so einer, der einfach nur reingechippt wird und dann schraubt sich einer hoch und köpft das Ding rein. Und schon steht es 3-3. Was für eine dämliche Entscheidung, dafür einen Freistoß zu geben. Martinelli jetzt. Mokoko. Für Martinelli. Schade. Baba. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Druck. Versuchen es zumindest. Zenedi. Kyoto. Audé. Sehr gut durchgesetzt. Und Elliot. Mokoko. Für Bino Gittens. Und so muss es doch aussehen. 4-3. 90+1. Harvey Elliott. Aber das war schon gar nicht mehr knapper möglich an der Stelle. Wie Bino Gittens ihn noch vor dem Keeper weiterleiten kann. Und am Ende ist es dann eben Harvey Elliott, der uns erlöst mit seinem 5. Saisontor. 91. Minute, beziehungsweise, ja, wie gesagt, 90+1. Doppelpack erzielt er damit auch noch das früheste und das späteste Tor in diesem Spiel. Und Audi. Pereira. Castellanos, Pereira. Und das war's. 4-3. Unsagbar knapp. Aber wie ich finde, auch wirklich verdient, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Ich hätte mich über ein Unentschieden wahrscheinlich genauso geärgert wie über eine Niederlage. Da gehst du mit 3-0 in die Kabine. Nur damit es dann in der zweiten Halbzeit auf einmal 3-3 steht. Und ja, paar Sekunden vorm Ende machst du dann noch den Siegtreffer. Puh. Posteingang, was kommt denn jetzt? Oh, wir haben einen weiteren Nationalspieler, aber auch wieder nur einen. Johannesson diesmal nicht für Island berufen, aber Van de Voort fährt mit Belgien. Okay, ja. Wir sind davon nicht betroffen, das ist in Ordnung. Ah, Moment. So. Aussortieren. Entschuldigung. Sind auch viel zu viele. Oh, du siehst aber vielversprechend aus, mein Lieber. Du wirst ein Profi. Du wirst auch ein Profi. Das sind allerdings alles Positionen, die wir schon relativ gut besetzt haben. Das ist halt problematisch. Justus Meier, du bleibst auch im Visier. Wieso denn? So und so. Entschuldigung. Und Trainerstelle beim FC Barcelona. Mhm. Ich würde mal sagen, nee, ne? Also, ist nett gemeint, aber irgendwie möchte ich mit meinem eigenen Verein dann doch weitermachen.
Das werden Sie hoffentlich verstehen. Spielerchat. Bin ich jetzt zu spät dran, ne? Aber hat sich jetzt auch nur einer bedankt. Interessant. Gut, dann geht's als nächstes also gegen Real Sociedad. Die Mannschaft, die aktuell auf Platz 2 steht. Ich gucke mir jetzt mal die Tabelle an. Okay. Er steht ganz unten. Cadiz und Eibar und Espanyol Barcelona. Da haben wir ja richtig gut gestartet, wirklich. Espanyol Barcelona und Eibar waren ja zwei unserer ersten Gegner. Ganz oben, da thront Real Madrid. Punktgleich mit Real Sociedad, die wegen einem schlechteren Torverhältnis aber auf der 2. Okay. Ja, also das wird ein Spiel, da rechne ich mit nicht wirklich vielen Möglichkeiten. Vielleicht haben wir da einfach ein bisschen die Chance mal. Warte, Fandefort ist wieder da, oder? Ja. Vielleicht haben wir da mal die Chance, ein bisschen zu rotieren, ein bisschen was auszuprobieren. Denn gewinnen? Mal schauen. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.